Als Sechster der Meisterrunde der Oberliga Nord haben es die Füchse Duisburg mit dem Dritten der Südliga zu tun. Dass Duisburg noch ein wenig in der Tabelle nach oben klettern konnte, lag auch an den Spielen des letzten Wochenendes. Der unglücklichen Niederlage in Halle, wo Füchse-Stürmer Jari Neugebauer zum zwischenzeitlichen 2:2 ausgleichen konnte, folgte ein 4:1-Sieg gegen die Hannover Indians. Ja, ich denke, die letzten drei Spiele waren eigentlich alle solide, auch gut. In Halle war ein bisschen unglücklich zum Schluss, dass wir da verloren haben, aber ich denke, wir gehen jetzt alle mit einem guten Gefühl, dass wir defensiv auch besser stehen und vor allem vorne auch die Tore schießen können. Tore schießen hat besonders im letzten Drittel gegen Hannover gut geklappt. Dieses Gefühl möchten die Füchse Duisburg mit in die erste Playoff-Runde nehmen. Füchse Duisburg-Stürmer Jari Neugebauer hat vor 3 Jahren noch für die selber Wölfe gespielt. Seine Erinnerungen sind nicht ganz so positiv. Ja, also ich habe vor 3 Jahren, glaube ich 3 Jahren war es, da mal gespielt und das Jahr war jetzt für mich also persönlich nicht so toll. Mehr will ich auch nicht drauf eingehen, aber deshalb bin ich da ganz heiß drauf, dass wir die raushauen werden. Einige Insider-Informationen konnte Neugebauer, Füchse-Trainer Rehm Püker, aber trotzdem geben. Also sind super Fans da, so immer laut, immer voll, die gehen immer mit. Zu Hause sind die extrem stark, die selber. Die gehen Vollgas von Anfang an und haben halt ein sehr starkes Powerplay, also was ich noch so weiß. Und die meisten Spieler, die damals gespielt haben, sind immer noch da, also erfahrene Mannschaft. Aber ich denke, wenn wir mit 4 Reihen Vollgas gehen und unser Spiel spielen, das, was wir können, dann denke ich, dass wir jeden Gegner in der Liga schlagen können und auch selbst schlagen werden. Der Trainer selbst hat sich Videos von den Gegnern organisiert und analysiert. Seine Recherchen decken sich mit den Aussagen von Jari. So sieht der Trainer sich und sein Team sehr gut vorbereitet. Ja, selbst natürlich brandgefährlich. Sie haben sehr starke individuelle Stürmer. Sie sind vom Scoring her weit oben. Sie spielen ein sehr gutes Unterzahl, auch ein sehr gutes Überzahl. Und da muss man natürlich bereit sein, besonders in Selb. Da ist natürlich ein Hexenkessel auch. Da ist viel los, da ist die Halle voll. Und besonders gut in den Playoffs wird jeder sowieso alles geben. Im Training spürt man eine andere Atmosphäre. Es ist kein Liga-Alltag mehr, es ist Playoff-Zeit. Die Bärte sprießen, die Freude ist da und die Lust am direkten Duell. Jari Neugebauer spürt das schon die ganze Woche. Das Kribbeln kommt so ein bisschen wieder. Also wenn man so Hauptrunde spielt, am Anfang der Saison denkt man sehr geil, geht wieder los. Und dann irgendwann so Mitte der Saison, wenn so viele Spiele, immer das Gleiche. Aber jetzt, wenn es zu den Playoffs hingeht, du merkst das auch heute, speziell morgen nochmal, denke ich mal ein bisschen mehr und Freitag dann vorm Spiel, dass die Anspannung da ist wieder, dass das wieder richtig Spaß macht und die geilste Zeit des Jahres einfach. Die geilste Zeit des Jahres einfach und die Füchse Duisburg sind bereit. 3-mal muss gewonnen werden gegen Selb und Füchse-Trainer Rehm Püker gibt die Marschrichtung vor. Für uns, wir sind hoch motiviert und freuen uns natürlich auf die Serie. Auch in diesem Jahr wird wieder der Spieler der Saison gekürt. Dazu dürfen alle Fans mit abstimmen. Beim zweiten Playoff-Spiel am Sonntag um 18.30 Uhr in der Canston Arena sind alle Stimmwilligen aufgefordert, am DDEF-Stand ihre Stimme für den Spieler der Saison abzugeben.